Wenn keiner mehr etwas dagegen hat, fangen wir an. Top 31, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Aktuelle Stunde. Biblis A ist kernbrennstofffrei. RWE kündigt Klagerücknahme an. Atomzeitalter geht zu Ende. Und hierzu haben wir die mündliche Frage Nummer 688 des Kollegen Peter Stephan, die er jetzt stellt. Ich drücke mal drauf. Nochmal. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die bisherigen Fortschritte beim Rückbau des Kernkraftwerks Biblis? Frau Ministerin. Herr Abgeordneter Stephan, wie die Zurufe schon bestätigen, halte ich die bisherigen Fortschritte für sehr gut. RWE hat als Betreiberin des Atomkraftwerkes Biblis nach dessen Abschaltung den Rückbau zielführend in Angriff genommen. RWE hat im August 2012 einen Antrag auf Genehmigung nach § 7 Absatz 3 des Atomgesetzes zur Stilllegung und zum Abbau von Anlagenteilen des Kernkraftwerkes Biblis jeweils für Block A und Block B gestellt. Noch im laufenden Dezember soll RWE der Entwurf des Genehmigungsbescheids zur Anhörung vorgelegt werden, sodass voraussichtlich im ersten Quartal 2017 diese Stilllegungsgenehmigung erteilt werden kann. Eine wichtige Voraussetzung für den zügigen Rückbau wurde bereits geschaffen. Der Block A ist mittlerweile frei von Kernbrennstoffen. Dazu wurden 24 Castor-Behälter mit Brennelementen beladen und ins Standortzwischenlager verbracht. Bis zur Fertigstellung des Endlagers Konrad sind die radioaktiven Abfälle und Reststoffe auf dem Gelände des Atomkraftwerkes Biblis zwischenzulagern. Hier wurde von meinem Ministerium im April 2016 die strahlenschutzrechtliche Genehmigung für das sogenannte LAW-2-Lager erteilt. Mit dem Bau des Lagers wurde bereits begonnen. Die Stilllegungsgenehmigung für Block B soll zeitnah nach der Genehmigung für Block A erfolgen, voraussichtlich ebenfalls im ersten Quartal 2017. Block A wäre von allen im Jahr 2011 durch das Moratorium stillgelegten Atomkraftwerken das erste in der Republik, bei dem die Kernbrennstofffreiheit behördlich bestätigt werden konnte, und wird voraussichtlich auch das erste sein, für das eine Genehmigung zur Stilllegung und zum Abbau erteilt werden kann. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Nicht? Gut, das ist auch gut. Dann eröffnen wir die Debatte. Die Frau Kollegin Dorn, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, hat das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Biblis A wurde vor wenigen Wochen kernbrennstofffrei. Das Atomzeitalter in Hessen geht zu Ende, und für uns ist das ein Triumph der Vernunft. Und lange Zeit wollte RWE aber genau dies nicht einsehen, dass das Atomzeitalter in Hessen zu Ende geht. Es hat das Land Hessen für das Atommoratorium nach Fukushima verklagt. Und endlich hat jetzt RWE seine Bereitschaft angekündigt, die Klagen zurückzuziehen. Das war höchst überfällig. Meine Damen und Herren, wer so lange Gewinn macht mit der Atomkraft, wer so viel strahlenden Müll den nachfolgenden Generationen hinterlässt und dann noch sich den Atomausstieg vergolden lassen will, das ist unverschämt, gerade den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gegenüber. Nicht ganz überraschend war für uns leider, dass die Opposition aber diesen Klageverzicht wieder schlecht geredet hat. Ich verstehe es nicht ganz, weil eigentlich waren ja, Sie haben es ja kritisiert in den Medien, und dabei waren Sie es ja gerade, die die hohen Schadensersatzzahlungen immer als hoch gesehen haben. Wir haben immer gezweifelt, dass die hoch werden.
Und wenn es Ihnen jetzt wirklich um die Sorge geht, um die Sorge des vielen Geldes der Steuerzahler und Steuerzahler, dann müssen Sie heute eigentlich aufatmen. Sie haben ja heute die Chance, liebe Kollegen der SPD, meinen Eindruck zu korrigieren. Der Herr Schmidt hat gesagt, dass er glaubt, das wird im ganzen Land teuer zu stehen kommen. Insofern, wir glauben, dass es richtig ist, heute einmal zu sagen, es ist gut, dass diese Klagen zurückgezogen worden sind. Klar ist natürlich, Herr Kollege Gremmels, das war weniger Einsicht. Das war keine Vernunft, das war Druck. Und die Energiekonzerne, unter anderem, Herr Kollege Rudolph, eben schon, die Energiekonzerne kündigen dies an, weil sie genau wissen, dass sie den Staat gerade nicht mit Klagen überziehen können und gleichzeitig erwarten, dass der Staat wiederum ihnen entgegenkommt bei der Frage der Finanzierung von Entsorgung und Endlagerung. Und deswegen, ich freue mich, Herr Kollege Schmidt, dass wir doch nicht so weit auseinander sind. Das ist sehr schön. Manche Kritik ist nämlich in diesem Zusammenhang schon ganz schön absurd. Da komme ich einmal auf die FDP zu sprechen. Die FDP hat angekündigt in der Presse, dass sie meint, die Verhandlungsposition war durch die Klage bei Bibels ja zu schlecht gewesen. Man hätte mehr rausholen können in diesem ganzen Komplex. Ich frage Sie einmal, liebe Kollegen der Freien Demokraten, wer hat denn eigentlich jahrzehntelang alles dafür getan, dass die Gewinne bei RWE ordentlich sprudeln, dass genau diese Frage der Endlagerung und der Rückstellung eben nicht ordentlich geregelt worden ist. Und jetzt beschweren gerade Sie sich, dass die Atomkonzerne eine so gute Verhandlungsposition haben. Sie haben nie der RWE die Stirn geboten. Sie haben sich immer ehrfürchtig verneigt. Was Sie gerade hier von sich geben, ist einfach unglaubwürdig. Und damals wie heute werden wir von den Linken kritisiert. Wir werden von den Linken kritisiert, wir hätten in Verhandlungen zu wenig erreicht. Ihnen war der rot-grüne Atomausstieg viel zu langsam damals. Ihr sofortiger Atomausstieg damals von den Linken, den Sie gemacht hätten, wäre Enteignung gewesen. Wir hatten gerade das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Diese Schadensersatzzahlungen, die wären ganz anders ausgefallen, liebe Kollegen der Linken. Sie haben immer nur provokante Forderungen beim Atomausstieg gehabt, aber nie Lösungen. So, Sie sagen jetzt außerdem, dass die Finanzierung von Entsorgung und Endlagerung, sagen die LINKEN, dass die Lösung nicht gut genug ist. Was wurde denn erreicht, Herr Kollege Rudolph, wenn Sie sagen, wir GRÜNEN hatten keinen Anteil? Wir haben im Bundestag, obwohl wir in Oppositionsrolle sind, genau dort sehr aktiv mitgearbeitet mit Jürgen Trittin an vorderer Stelle. Und ich finde, wir haben gemeinsam CDU, SPD und GRÜNE eine Menge erreicht. Das Wichtigste ist, es gab eine große Gefahr, dass die Rückstellung alle flöten gehen, wenn eine der Atomkonzerne in Straucheln gerät. Das wurde gelöst. Der zweite Punkt, der erreicht worden ist, die Atomkonzerne wollten immer eine private Stiftung haben. Da hätte es die Gefahr gegeben, dass es Schlupflöcher gegeben hätte. Jetzt haben wir einen öffentlich-rechtlichen Fonds, wie wir in Hessen auch immer gerade gefordert haben. Und der dritte Punkt, den wir erreicht haben, ist, dass bei den Rückstellungen ordentlich aufgesattelt worden ist. Es gibt jetzt einen Risikoaufschlag von 35% zusätzlich. Und erst danach würde gegebenenfalls öffentliches Geld fließen müssen. Angesichts der Rahmenbedingungen, ich habe es vorhin schon erwähnt, man hätte all das viel früher regeln müssen. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen finde ich, ist das ein verdammt gutes Ergebnis. Und ich bin den Bundestagsfraktionen und der Kommission sehr dankbar für diese harten Verhandlungen. Meine Damen und Herren, wir haben uns unsere Rolle als GRÜNE, egal ob wir in Regierung waren, ob wir in Opposition waren, wir haben sie uns nie leicht gemacht und wir haben sie immer anders verstanden. Wir hätten immer leicht sagen können, gerade bei der Frage von Atommüll, wir sind nicht verantwortlich, löffelt eure Suppe alleine aus. Nein, das haben wir genau nicht gemacht. Uns ging es immer um ein Ziel, um den sicheren Ausstieg aus der Atomkraft und dafür, dass unsere nachfolgenden Generationen bestmöglich geschützt werden vor dem strahlenden Müll. Genau dafür. Dafür haben wir Verantwortung übernommen. Dafür haben wir im Gegensatz zu den LINKEN den Atomkonzernen die Stirn geboten. Vielen Dank. Frau Kollegin Dorn. Das Wort hat der Abg. Norbert Schmidt, SPD-Fraktion. Guten Morgen, Herr Präsident. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich begrüßt auch die SPD
den Rückbau der Atomkraftwerke in Biblis. Und natürlich ist die Kernbrennstofffreiheit, schwieriges Wort, die Kernbrennstofffreiheit in Block A ein wichtiger Schritt dabei. Wir haben ja gerade nach den Ereignissen in Fukushima gesehen, dass gerade auch von einem Nasslager weitere Gefährdungen ausgehen können. Deswegen ist es schon ein Meilenstein, dass wir jetzt in Block A keine Brennstoffe mehr, atomare Brennstoffe mehr haben. Meine Damen und Herren, dennoch muss festgestellt werden, dass es bei der Rückbau und insbesondere bei der Informationspolitik der Landesregierung zum Rückbau in Biblis einiges zu kritisieren gibt. Denn ein völlig verkorkstes Informationsforum, das eigentlich das Ziel hatte, die Region über den Rückbau und die Rückbauschritte transparent zu informieren, umfassend zu informieren, mit diesem Informationsforum hat es leider keinen Vertrauensgewinn gegeben, meine Damen und Herren. Das Konzept des Infoforums war und ist falsch. Und das hat auch am Ende dazu geführt, dass der BUND, man höre und staune, gegen die Genehmigung des LAW-2-Lagers geklagt hat, weil dazu, Kollegin Finz, das müsste insbesondere jemand von den GRÜNEN peinlich sein, keine Umweltverträglichkeitsprüfung mit Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden hat, meine Damen und Herren. Und es gibt dazu auch eine erste Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Darmstadt, dass das Verfahren an den VGH in Kassel, da sollte Ihnen eigentlich Angst und Bange werden, an den VGH in Kassel verwiesen hat. In seiner Begründung hat das Verwaltungsgericht Darmstadt festgestellt, dass ein besonders enger Zusammenhang zwischen diesen LAW-2-Lager und der Rückbaugenehmigung für die Atomkraftwerke in Biblis besteht. Ebenso sei das Zwischenlager für einen zügigen Rückbau zwingend erforderlich. Genau das war vom Umweltministerium bestritten worden, meine Damen und Herren. Und der Verweis vom VG an den VGH zeigt, dass der Bau des LAW-Lagers nicht von dem eigentlichen Rückbauverfahren zu trennen ist, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich, handwerklich miserabel gemacht. Ich habe lange Zeit, bevor dieser Verfügung rausgegangen ist, gesagt, die Genehmigung rausgegangen ist, redet auch im Infoforum darüber. Meines Erachtens werden die Klagen vom BUND abzuweisen. Das wäre möglich gewesen, da zu einem Konsens zu kommen, wenn man sich hinreichend auch um diese Frage gekümmert hätte und den Dialog vor Ort geführt hätte, meine Damen und Herren. Zweitens. Die SPD begrüßt über völlig unbestritten natürlich auch die angekündigte Klagerücknahme von RWE. Natürlich begrüßen wir die Klagerücknahme. Meine Damen und Herren, da fällt doch insbesondere dem Ministerpräsident und Frau Puttrich, die ist heute nicht da, einen richtigen Stein vom Herz. Man könnte auch sagen, einen Felsbrocken vom Hals, meine Damen und Herren. Sie hätte nämlich versenken können an dieser Stelle. Und deswegen, beide haben doch in selten dusseliger Art und Weise der Atomwirtschaft Klagemöglichkeiten, damit auch Schadensersatzmöglichkeiten eröffnet. Aber Frau Dorn, das ist doch entscheidend. Der Klageverzicht ist doch nicht umsonst. Der Klageverzicht wird doch jetzt eingepreist in die Verhandlungen, die es jetzt gibt nach dem Bundesverfassungsgericht und wie die Frage jetzt auch einer möglichen Entschädigung und Kompensation ausfällt. An dieser Stelle wird es doch eingepreist, meine Damen und Herren. Das liegt doch offenkundig. Haben Sie zugehört, was ich eben gesagt habe? Mir geht es nicht um die Frage der Finanzierung des Endlagers. Da sind die Kosten ausgerannt mit 23,55 Milliarden €. Es geht auch jetzt, was nach dem Bundesverfassungsgericht stattfindet, wie hoch die Kompensation dafür sein muss, dass sozusagen das nicht der Ausstieg nicht rechtswidrig an Punkten war und das Moratorium Investitionen getätigt worden in der Bereich. Meine Damen und Herren, dem Steuerzahler kommt das alles noch teuer genug. Und die 3 Millionen € Schaden, die in Hessen eingetreten sind, mit dem Verfahren vom VGH, meine Damen und Herren, da ändert der Klageverzicht überhaupt nichts. An diesem Schaden ändert der Klageverzicht überhaupt nichts. Und deswegen komme ich auch zum Schluss und sage, die Behauptung der GRÜNEN, Biblis und Hessen sei atomar frei,
Das ist ein ziemlich Quatsch. Wir werden noch Jahrzehnte ein Zwischenlager in Biblis haben, das bewacht werden muss, meine Damen und Herren. Von einer grünen Wiese in Biblis sind wir noch lange, lange entfernt. Deswegen sage ich, auch an dieser Stelle muss man offen und ehrlich mit den Bürgern umgehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kollege Schmidt, das Wort hat der Abg. René Rock, FDP, Seligenstadt. So. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Das ist schon, ich weiß gar nicht, wie ich das umschreiben soll, Chuzpe, wird man wahrscheinlich sagen, der GRÜNEN heute diesen Punkt zu setzen. Das ist ja geradezu eine Provokation. Als ich das gesehen habe, dann habe ich gedacht, da muss doch etwas völlig auseinandergelaufen sein. Weil wenn man sich vorstellt, dass die GRÜNEN jetzt einen Vorgang oder eine Beschlussfassung, ein Umgehen mit den Rückstellungen der Atomkonzerne möglich machen, die Sie hier noch vor wenigen Jahren bis aufs Messer bekämpft hätten. Und ich habe jetzt mal, es ist ja immer ein bisschen unfair, wenn man seine Landtagskollegen an das erinnert, was Sie hier an der Stelle schon mal gesagt haben. Ich habe jetzt, liebe Frau Hammann, es tut mir leid, Sie hatten halt damals dazu geredet. Und Sie haben damals gesagt, einen sich aus der Verantwortung stehlenden Energiekonzerne wird es mit den GRÜNEN nicht geben. Sie haben gesagt, die Finanzierung vollständig tragen, nicht der Staat und nicht der Steuerzahler sollen zahlen. Die Bestrebungen machen schier sprachlos. Öffentlich glaubt aber die Atomkraftbetreiber an die Devise Frechheit siegt. Ihr Geschäftsmodell soll wohl heißen und so weiter. So haben Sie damals über diese Regelung gesprochen. Und jetzt klatschen Sie auch noch. Also ich muss mal langsam an Ihre intellektuellen Fähigkeiten zweifeln. Was ist denn die Frage, die hier zur Diskussion steht? Die Atomkonzerne sollen gut 23 Milliarden Euro bezahlen, die nächsten 6 Jahre, 4 Konzerne, ein Konzern rund 1 Milliarde im Jahr. Und damit sollen die Kosten von 50 Jahren gute Geschäfte abgegolten sein. Sollen abgegolten sein, liebe Kollegen von den GRÜNEN. Also, Sie sind vielleicht gute Ideologen, aber gute Kaufleute sind Sie sicherlich nicht. Sind Sie sicherlich nicht. Und ich will Ihnen auch mal sagen, die Aufregung ist ja bei den GRÜNEN groß. Beschäftigen Sie sich doch mal mit den Fakten. Die Atomkonzerne haben 39 Milliarden rückgestellt. 39 Milliarden rückgestellt für den Atomausstieg. Und Sie sollen sich jetzt für 23 Millionen freikaufen sollen. Und wir wissen, dass die 39 Milliarden, jedenfalls der Auskunft der GRÜNEN-Fraktion, bei weitem nicht reichen sollen. Wie können Sie denn das heute zu einem Jubeltag erklären? Da gibt es ja nur eine. Da gibt es ja wohl eigentlich nur eins. Das muss politische Strategie. Also meine Damen und Herren, seid so lieb. Bitte, der Kollege Rock hat das Wort. Jeder kann zuhören, wie er will, aber bitte etwas gemäßigt. Lieber Herr Wagner, wenn Sie sich so aufregen, weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Er regt sich nicht auf, er lacht. So, Sie nehmen auch teil an der Debatte, Herr Al-Wazir. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, seid doch nicht so erregt. Macht mal ein paar Fingerübungen, dass er wieder ruhiger wird. Der Kollege Rock hat das Wort. Also ich mache das hier an den Fakten. Also, die Atomkonzerne haben selbst gesagt, 39 Milliarden stellen wir zurück. Die können sich jetzt für gut 23 Milliarden freikaufen. Und Sie und andere haben gesagt, durch die vielen Entscheidungen mittlerweile, die entstanden sind in der Zeit, entstehen wahrscheinlich noch 28 Milliarden Mehrkosten, die gar nicht eingeplant waren. Und all das, was wir ja gar nicht wissen, was an Kosten auf uns zukommt, all dem, diesem gesamten Risiko soll sich die Atomindustrie jetzt freikaufen können. Wenn Sie diese Marktprinzipien, dass man natürlich Geschäfte machen darf, dass man Geld verdienen darf, aber dass man sich auf der anderen Seite in der Marktwirtschaft nicht aus der Verantwortung stehlen darf, das sind ganz einfache Prinzipien. Und für die stehen wir schon immer. Wir haben immer gesagt, die dürfen ihr Geld verdienen. Aber dass sie nachher nicht für die Kosten aufkommen sollen, das ist Ihr Verständnis von Wirtschaft, nicht unser Verständnis.
Und wenn heute, wenn es heute oder wenn, es, wenn der Beschluss gefasst wird, gibt es wahrscheinlich zwei Gewinner. Es gibt zwei Gewinner. Das ist ja schon kurz bei Herrn Schmidt angeklungen. Der erste Gewinner sind natürlich die, die sich jetzt von einem Risiko von bis zu 60, 70 Milliarden € freikaufen können, mit 23 Milliarden € von eigentlich eingeplanten Rückstellungen von knapp 40 Milliarden mit 23 Milliarden € freikaufen können, das über 6 Jahre, 4 Konzerne mit 1 Milliarde im Jahr, dass die sich natürlich als erfolgreich erwähnen, ist das eine. Aber dass natürlich der Landesregierung, dem Ministerpräsident Bouffier und der Ministerin Prüttich hier natürlich auch ein Problem vom Hals geschafft wird, womöglich, das ist natürlich auch noch einmal ein Punkt. Und was mich besonders ärgert, wenn die Berichterstattung denn stimmt, ich konnte es jetzt noch nicht nachprüfen, dass die Rücknahme der Klagen ja gar nicht alle Klagen betrifft, sondern dass es weitere Klagen gibt, die weiter im Raum stehen, dass das sozusagen nur ein formales Argument ist, um die Öffentlichkeit in das Licht zu führen, sondern dass eben vor anderen Schiedsgerichten trotzdem Klagen durchgesetzt werden und Milliardenverbindlichkeiten auf die Bundesrepublik Deutschland zukommen. Wenn das so ist, wie es in den Medien steht, was ich leider noch nicht überprüft habe, dann ist ja dieser Kompromiss überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen. Und darum kann ich nur sagen, ist eine dreiste Veranstaltung heute von den Kollegen der GRÜNEN. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Peter Stephan, CDU-Fraktion. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrter Herr Präsident, alles wird gut. Das ist ein Spruch, den Frau Ministerin Prüttich, frühere Umweltministerin, oft gebraucht hat, wenn wir in kontroversen Diskussionen über Lösungen diskutiert haben und auch schwierige Themen bearbeitet haben. Und ich kann auch heute sagen, alles wird gut. Der erste Schritt dazu ist die Vereinbarung der großen Energieversorger, der ehemaligen großen Energieversorger mit der Bundesregierung über die Fragen von Entsorgung und Endlagerung. Und dafür geht ein Teil der Rückstellungen in diesen Fonds. Im Übrigen, Herr Rock, der Rest der Rückstellungen wird auch für den Rückbau gebraucht, und den Rückbau bezahlen die Unternehmen selbst. Also wenn Sie hier Äpfel mit Birnen vergleichen, dann führen Sie uns, wollen Sie uns in die Irre führen, lieber Herr Rock. Kolleginnen und Kollegen, Herr Schmidt, immer recht. Ich halte es im Sinne von Planungssicherheit und für Verlässlichkeit ausdrücklich für richtig, dass dieses Gesamtpaket beschlossen worden ist. Man kann nach links und man kann nach rechts streiten, hat der eine mehr oder der andere weniger gegeben. Aber bitte erinnern wir uns auch daran, mit der recht preiswerten Kernenergie, mit dem Strom aus der Kernenergie, haben wir in Deutschland auch vieles zu dem wirtschaftlichen Wohlstand beigetragen. Kolleginnen und Kollegen, alles wird gut, könnten wir jetzt auch zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, zu den Klagen der ehemaligen großen Energieversorger sagen. Haupttenor des Urteils Bestätigung, dass das Atomausstiegsgesetz rechtsmäßig und verfassungsmäßig war. Das ist der Kern der ganzen Diskussion. Die Laufzeiten durften beschränkt werden, Biblis dürfte stillgelegt werden. Die Unternehmen können nun, auch das ist Teil des Urteils dort, Schadenersatz für zwei Dinge einklagen, für die Strommengen, die ihnen 2002 von Rot-Grün zugesagt worden waren und die sie nicht in Anspruch nehmen konnten, weil dann später nach Fukushima der Ausstieg schneller erfolgt ist. Und, Herr Schmidt, Sie haben natürlich jetzt ein Problem. Sie sind die ganze Zeit hier durch die Lande gezogen und haben von 235 Millionen € Risiko für das Land Hessen gesprochen. Das sind jetzt 3 Millionen €. Die Argumentation in der Schärfe ist die gleiche. Herr Schmidt, rüsten Sie an der Stelle etwas ab. Und das, was momentan noch im Raum steht in der Verhandlung, es muss ja noch ausgehandelt werden zwischen Bundesregierung und den Betreibern, das sind Beträge, von denen auch Herr Schäuble gesagt hat, die werden wir verkraften. Ich hoffe nicht, dass es einen Deal geben wird, ihr könnt eure Reststrommengen dann noch weiter produzieren. Denn auch das ist inzwischen durch die Presse gegangen. Und ich hoffe, das kommt nicht dazu. Wir können, alles wird gut, auch den Brief überschreiben, den RWE geschrieben hat an die Bundestagsfraktionen.
Kolleginnen und Kollegen, dort ist festgelegt, und dort schreiben die großen Energieversorger, dass sie auf eine Reihe von Schadenersatzklagen gegen die einstweiligen Betriebseinstellungen nach dem sogenannten Moratorium verzichten. Und genau das ist das, was uns hier in Hessen betrifft. Das ist eine gute Nachricht für uns alle in Hessen, weil dieses Risiko damit wohl vom Tisch ist. Es ist aber vielleicht eine schlechte Nachricht mit Herrn Schmidt, weil ihm damit, ich habe es schon einmal ausgeführt, einfach ein großer Brocken seiner politischen Argumentation dann weggebrochen ist, Kolleginnen und Kollegen. Ich will noch einmal sagen, das, was Frau Puttrich 2011 gemacht hat, wie sie gehandelt hat, das war gut und es war entschlossen. Und ich erinnere alle wieder an die Ausschusssitzung, ich glaube, es war der 18.3., eine Woche nach Fukushima. Und ich empfehle jedem, dieses Protokoll immer mal wieder zu lesen, wie dort argumentiert worden ist, was dort gesagt worden ist und vor allem, wer welche Informationen dort gegeben hat. Frau Puttrich hat die Unterstützung unserer Fraktion. Wir können, alles ist gut, auch den Punkt unterschreiben des Rückbaus in Biblis. Frau Hinz hat es ausführlich dargestellt. Wir können auch sagen, alles wird gut, alles ist gut, aufgrund der Tatsache, dass durch den Rückbau der Kernenergieanlagen in Deutschland der Wille der Mehrheit aller Bürger hier in Deutschland auch tatsächlich umgesetzt wird. Aber alles ist gut. Wollte ich eigentlich sagen, dass wir nun diese hochemotionalen Kernenergiedebatten nicht mehr im Landtag haben? Nein, ich glaube, das geht weiter. Das ist so meine Befürchtung heute. Aber wir sollten den Blick nach vorne richten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden sicherlich noch eine Reihe von Debatten hier zu führen haben über die Energiewende. Den Ausstieg haben wir, den Umstieg haben wir noch nicht geschafft. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen in diesem Haus. Das haben wir letztens diskutiert. Ich hoffe auf eines, Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte da zu zitieren vom 10.11.2011, Herr Rentsch in HR Info, in HR Online wird er zitiert. Florian Rentsch sagte, der Wegfall der Kernkraft habe zu einer konsequenten Veränderung der Position seiner Partei führen müssen. Es habe sich gezeigt, dass das Thema erneuerbare Energien in Hessen eine wirtschaftliche Heimat hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unter diesem Gesichtspunkt werden wir hoffentlich künftig hier die Debatten führen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Stephan. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Atomzeitalter in Hessen geht zu Ende, haben die GRÜNEN diese Aktuelle Stunde genannt. Ich würde hinzufügen, aber sein Nachlass wird uns noch lange beschäftigen. Es ist gut, dass Biblis kernbrennstofffrei ist. Das ist in erster Linie ein Erfolg des gesellschaftlichen Drucks, und dafür danken wir der Anti-AKW-Bewegung für ihren jahrzehntelangen Einsatz. Aber Deutschland ist noch lange nicht atomfrei, und die Atomkraft wird uns auch dann noch lange beschäftigen, wenn das letzte AKW dann wirklich irgendwann einmal vom Netz ist. Ich will hinzufügen, das hätte alles billiger und einfacher sein können, wenn CDU und FDP im Jahr 2010 nicht gegen den massiven Widerstand von Atomkraftgegnern und Opposition die Laufkraftverlängerung für die deutschen Atomkraftwerke beschlossen hätte. Nur wenige Monate später ereignete sich der Super-GAU in Fukushima, und die damalige Bundesregierung beschloss erst das dreimonatige Moratorium und später dann das Gesetz zum schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie. Ja, wir als LINKE haben damals als Einzige nicht zugestimmt. Erstens, weil uns ein Ausstiegsdatum 2022 zu spät war, und zweitens, weil wir damals schon davor warnten, dass erst mit dem Moratorium und dann mit diesem Ausstiegsgesetz dass es geradezu eine Einladung ist, an die Konzerne dagegen zu klagen. Und so ist es auch gekommen. Nun hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Konzerne Anrecht auf eine angemessene Entschädigung haben. In den Ohren der meisten Menschen klingt das wie Hohn, und das zu Recht. Denn die Konzerne haben sich jahrzehntelang auf Kosten der Allgemeinheit bereichert. Angemessene Entschädigung hieße, dass die Atomkonzerne die Steuerzahler entschädigen müssten und nicht umgekehrt. Aber die Bundesregierung hätte diese Ansprüche auf Entschädigung verhindern können, wenn man den Atomausstieg sicherheits-
technisch begründet hätte. Das wäre bei den Schrottreaktoren von Biblis überhaupt kein Problem gewesen. Das hat man nicht gemacht, weil man Angst gehabt hat, die eigene Atomabsicht ad absurdum zu führen. So, nun hat die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Landesregierungen Tür und Tor für Klagen geöffnet und den Konzernen zugleich eine gute Verhandlungsposition verschafft, um über den milliardenschweren Rückbau der AKW und die Kosten für die Endlagerung von Atommüll zu verhandeln. Und was auf Bundesebene jetzt gerade festgeklopft wird, meine Damen und Herren, das ist das nächste Einknicken vor den Atomkonzernen. Es ist der nächste Deal auf Kosten der Steuerzahler. Die Vorlage hatte eine Kommission unter Vorsitz von Jürgen Trittin, Ole von Beuys und Matthias Platzeck im April vorgelegt. Um Zwischen- und Endlagerung kümmert sich künftig der Staat. Dafür übertragen die Konzerne Rückstellungen, zu deren Bildung sie ja gesetzlich gezwungen sind, an einen öffentlich-rechtlichen Fonds, insgesamt etwa 17 Milliarden € plus einen lächerlich geringen Risikozuschlag von 6 Milliarden €. Und damit sind die Atomkonzerne dann aus dem Schneider. Mögliche Mehrkosten muss der Steuerzahler tragen, wobei Folgekosten nicht möglich, sondern eigentlich sicher sind. Das Risiko wird auf die Allgemeinheit übertragen. Das Verursacherprinzip wird einmal mehr ausgehebelt. Wenn man vorschlägt, die Konzerne samt ihren profitablen Zweigen zu vergesellschaften, dann ist das natürlich total unrealistisch, wurde uns immer gesagt. Aber dieses Milliardengrab, da hat man auf einmal überhaupt kein Problem, das zu vergesellschaften. Die Frankfurter Rundschau kommentierte dies unter der Überschrift „Ein mieser Atomdeal" folgendermaßen. Die Trittin-Kommission ermöglicht es den Konzernen, sich freizukaufen. Das kommt einem Super-GAU für die Steuerzahler gleich. Es ist also alles andere als generös, dass die Konzerne nun einen Teil der Klagen zurückziehen, sondern es ist ein lohnendes Geschäft für sie. Deshalb, dass sich jetzt ausgerechnet die GRÜNEN über diesen Deal freuen, das ist schon abstrus, meine Damen und Herren. Frau Dorn begrüßte gar die späte Einsicht der Unternehmen. Frau Dorn, das ist RWE. Die sehen nur dann etwas ein, wenn es sich für sie rechnet. Und RWE weiß, dass sie die 235 Millionen €, auf die sie das Land wegen dem Atommoratorium verklagt haben, dass sie die eh nicht kriegen, weil es eine viel zu hoch gegriffene Fantasiezahl ist. Und warum auch auf Millionenbeträge klagen, wenn man stattdessen Milliardenbeträge von der Bundesregierung einfach so zugesichert bekommt? Und das ist keine späte Einsicht. Das war von Anfang an Kalkül gewesen. Die Atomkonzerne waren doch nicht auf die Entschädigungen für die Abschaltung der AKWs aus, sondern sie haben diese Klagen genutzt als Drohkulisse, um auf Bundesebene ganz andere Summen zu verhandeln und sich ihrer Risiken zu entledigen. Und das ist mal wieder ziemlich gut geklappt aus Sicht der Atomkonzerne. Und es ist nicht so, dass alle Klagen zurückgezogen werden. Die, bei denen es um besonders große Summen geht, die bleiben nämlich bestehen. Sie fordern weiterhin Milliardenbeträge aus der Brennelementesteuer zurück. Und vor dem Internationalen Schiedsgericht in Washington fordert Vattenfall weiterhin 5 Milliarden € Schadenersatz. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Am Ende zahlen es immer die Steuerzahler. Das ist das teure Ende der Atomkraft. Der atomare Müll wird uns auch viele Generationen lang beschäftigen. Und deshalb lehnt DIE LINKE leider als einzige Partei auch diesen Atomdeal ab, weil wir wollen, dass die Konzerne für die gesamten Kosten aufkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Minister. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie so oft bleibt DIE LINKE dann aber einen konkreten Vorschlag schuldig, wie sie es denn besser machen würde. Am besten verstaatlichen, und dann macht alles der Staat. So, ich will mich aber meiner Rede widmen, meine Damen und Herren, weil ich habe ja schon lange auch mit dem Thema Biblis und Atomenergie zu tun. 1999 beim Regierungswechsel habe ich meinem Nachfolger eine Stilllegungsverfügung juristisch einwandfrei auf dem Tisch gelassen. Er hat sie leider nicht unterzeichnet, sonst wäre Biblis jetzt schon ganz lange stillgelegt. Und nur deswegen kann überhaupt noch rechtlich darüber gestritten werden. Aber immerhin, ab 2011 wollten dann alle politischen Kräfte, dass Biblis erstens stillgelegt wird und zweitens nicht mehr ans Netz geht.
Denn nach Fukushima wollten alle raus aus der Hochrisikotechnologie, raus aus der Produktion von strahlendem Müll, von dem wir übrigens immer noch nicht wissen, wo er hin soll. Das ist richtig, und das Thema wird uns noch lange, lange beschäftigen. Aber seit 2016 ist Biblis A kernbrennstofffrei, Biblis B voraussichtlich in 2017 oder ziemlich sicher. Und damit wird zumindest der Atombetrieb in Hessen Geschichte sein. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Etappensieg auf dem Weg raus aus der Atomindustrie. Und ich bin auch froh, wenn der Kollege Schmidt jetzt sagt, dass er das auch alles begrüßt und toll findet, weil die SPD war ja lange auch Atompartei, auch in Hessen, muss man ja sagen. Die erste rot-grüne Koalition ist daran auch zerbrochen. Manchmal muss man an solche Themen dann auch erinnern. Aber, meine Damen und Herren, 2002 gab es im Konsens mit den Energieversorgern ein Ausstiegsgesetz. 2002. Und weil es im Konsens war, war es auch nicht beklagt. Und leider hat die FDP vor allen Dingen damals in der Koalition mit der CDU dafür gesorgt, dass es den Ausstieg aus dem Ausstieg gab. Und das war das Grundproblem all dessen, was wir heute haben, die vielen Klagen quer über alle Länder und gegen die Bundesrepublik, weil nach dem Unglück in Fukushima der Ausstieg dann überhastet gemacht wurde und damit rechtlich anfechtbar. Das ist das Grundproblem, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Frau Ministerin, der Kollege Rentsch ist ganz wild drauf, Ihnen eine Zwischenfrage zu stellen. Zwischenfrage gibt es immer, wenn Sie es zulassen. Also von mir aus sagen Sie, dann sage ich auch von mir aus, Herr Kollege Rentsch, dann fragen Sie mal von sich aus. Frau Staatsministerin, es geht ja um Verantwortung, und dann ist ja immer wichtig, dass man weiß, was man selber gemacht hat, und Sie haben ja auch eine lange politische Tradition. Was haben Sie denn am 30. Juni 2011 gemacht, als das beklagte Gesetz im Bundestag abgestimmt worden ist? Wie haben Sie denn da gestimmt? Das würde mich interessieren. Frau Ministerin. Also ich habe doch eben gesagt, dass damals alle politischen Kräfte, bis auf die Linken, die sowieso immer etwas anderes wollen, für den Atomausstieg waren. Aber das Grundproblem war der Ausstieg aus dem Ausstieg und dass anschließend alles überhastet gemacht werden musste. Aber natürlich konnte keiner verantworten, dass konnte keiner verantworten, auch im Bundestag nicht, der wirklich Verantwortung tragen wollte, dass die Atomenergie einfach so weiterläuft. Und, Herr Rentsch, Sie können sich als FDP-Fraktionsvorsitzender nicht hier davon lösen, dass erstens Ihre Partei im Bundestag dieses mit zu verantworten hatte und Sie auch hier in der Landesregierung waren, als das Moratorium umgesetzt wurde. Auch daran sollten Sie sich vielleicht manchmal erinnern in einer stillen Stunde. Meines Erachtens ist aber besonders wichtig, in diesem Zusammenhang aufzuzeigen, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt den Atomausstieg als richtig und als keine Enteignung gekennzeichnet hat. Das heißt, es ist verfassungsgemäß, wenn der große Wunsch der Bevölkerung politisch umgesetzt wird in ein Gesetz, dass man aus der Atomenergie aussteigt. Das ist der große Gewinn des Bundesverfassungsgerichtsurteils. Natürlich ist auf der anderen Seite es schwierig, dass also aus meiner Sicht, dass eine Teilentschädigung zumindest möglich wird für die Energiekonzerne. Und es ist richtig, dass die Bevölkerung es eigentlich nicht versteht. Und ich finde auch, dass man es politisch kaum verstehen kann, wenn Sie jetzt weiterhin dagegen vorgehen würden und klagen würden, wo Sie jahrelang wirklich fette Gewinne mit der Atomenergie eingefahren haben. Ich komme zu dem letzten Punkt, nämlich der Frage der Entsorgungsrücklage.
Wir haben als Hessen eine Bundesratsinitiative mit anderen Ländern eingebracht, um die Entsorgungsrücklage in einen staatlichen Fonds zu überführen, weil das gesichert werden muss im Hinblick darauf, dass Energieversorger auch teilweise in einer wirtschaftlichen Schieflage sind und wir kein Interesse daran haben können, dass die Bevölkerung am Ende oder der Steuerzahler, die Steuerzahlerin das Ganze bezahlt. Insofern ist es richtig, dass jetzt für die Entsorgung gerechnet wurde, was sind die Rückstellungen wert, was kann es tatsächlich kosten und dieses vom Staat gesichert wird für die Entsorgung. Den Rückbau müssen die Energiekonzerne weiterhin selber finanzieren. Auch dieses ist ein richtiger Schritt. Und natürlich ist es so, dass solche Fragestellungen, wenn man sie im Konsens schließen will, dass da auch mit den Konzernen geredet werden muss, weil die natürlich Eigeninteressen haben. Das ist doch völlig klar, völlig selbstverständlich. Und wenn man zu einer Regelung kommen will, die nicht wieder beklagt wird, macht man das auch so, wenn man Verantwortung nicht nur tragen will, sondern tragen kann, wie das die meisten jedenfalls der Bundestagsfraktionen so machen. Wir haben heute eine Entscheidung dazu im Bundestag, morgen im Bundesrat. Wir sind froh, dass unsere Initiative den Stein hier ins Rollen gebracht hat. Und wir sind natürlich froh, wenn alle Klagen zurückgenommen werden. Und ich sage ausdrücklich alle Klagen, weil ich schon glaube, dass die Energieversorger hier nach wie vor auch einen Ruf zu verspielen haben, wenn das nicht alle Klagen am Ende sind, sondern das Schiedsgericht weiterhin damit belastet wird und auch die Brennelementesteuer weiter beklagt wird. Also, es ist dann morgen eine weitere gute Etappe zurückgelegt auf dem Weg raus aus der Atomindustrie. Die Entsorgungsfrage wird uns noch lange beschäftigen, aber eine wichtige Etappe haben wir wieder erfolgreich zurückgelegt. Danke. Vielen Dank, Frau Ministerin. Das Wort hat der Abg. Rentsch, Fraktionsvorsitzender der FDP, 3 Minuten 25. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Staatsministerin, neben der Tatsache, dass das Gesetz, das gerade vor Gericht verloren hat, Ihre Unterstützung hatte und dass daraus auch der sozusagen Anspruch der Atomkonzerne abgeleitet wird, will ich, Herr Kollege Stephan, vielleicht noch einmal etwas zur Historie sagen. Weil ich heute das Gefühl hatte, und da verzeihen Sie bitte, aber ich hatte heute das Gefühl, dass Sie ein Atomkraftgegner erster Stunde sind, wenn ich Sie heute hier gehört habe. Und ehrlicherweise wird das vielleicht der Situation nicht ganz gerecht. Wenn das so weitergeht, muss man ja damit rechnen, dass Volker Bouffier noch bei Demonstrationen gegen Biblis teilnimmt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also die Historie war etwas anders, und das sage ich auch selbstkritisch. Der Ministerpräsident war genauso wie wir der Auffassung, und übrigens auch Herr Kollege Stephan, Ihre Fraktion und Partei, dass wir den Ausstieg aus dem Ausstieg realisieren sollten. Und ich würde, Herr Kollege Wiegel, und ich kann mich ja an Diskussionen erinnern, als CDU und FDP Rot-Grün abgelöst haben, also erst die Große Koalition und dann sozusagen das, was Rot-Grün gemacht hatte, dass wir eine lange Diskussion in unseren Parteien hatten, ob man den Ausstieg aus dem Ausstieg realisiert. Und im Nachhinein, Frau Hinz, und ich glaube, das kann man hier auch sagen, würde ich diese Entscheidung nicht noch einmal so treffen. Sie war aus der damaligen Sicht aus folgendem Grunde aus meiner Sicht richtig. Das, was wir erleben und die Diskussion, die wir heute hier führen, ist eine Inseldiskussion. Wenn Sie sehen, was um uns herum passiert, dass fast alle anderen europäischen Nachbarstaaten auf Atomkraft setzen, ist das eine Diskussion, die sicherlich auch Beachtung finden sollte. Deshalb ist dieser Atomausstieg eine deutsche Besonderheit. Aber ich sage für meine Fraktion auch, wir haben nicht die Absicht, das wieder rückgängig zu machen, sondern im Gegenteil. Und das war auch das Zitat vorhin vom Kollegen Stephan. Ich war der Auffassung zu dem damaligen Zeitpunkt, auch nach den Ereignissen von Fukushima, dass wir das, was wir an Stimmungen in der Bevölkerung hatten und haben, nicht wieder negieren können, sondern ernst nehmen müssen. Nur eine Sache möchte ich klarstellen. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Freien Demokraten den Brief an RWE geschrieben haben, dass wir sozusagen am zweiten Punkt
dass es FDP-Ministerpräsidenten waren, die bei der Kanzlerin gesessen haben und diese Entscheidung getroffen haben. Und deshalb, Frau Kollegin Dorn, wenn Sie heute hier den Eindruck vermitteln, es war einzig die FDP und Ihr Koalitionspartner war schon immer für sanfte Energie, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann ist das eine der lustigsten Aktuellen Stunden, die ich je in diesem Parlament erlebt habe, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist wirklich unglaublich. Es ist ja nachvollziehbar, dass Sie diese Story stricken müssen, weil sonst der ein oder andere Grüne vielleicht einmal darüber nachdenken würde, wie eigentlich die Forderungen früher im Parlament waren. Und wir können uns ungefähr vorstellen, wie der amtierende Energie- und Wirtschaftsminister in diesem Parlament geredet hätte, wenn wir sozusagen diesen Kompromiss heute hier präsentiert hätten. Also an Entrüstung wäre er nicht mehr zu überbieten gewesen, so wie wir ihn früher kannten. Heute ist er ja ein Freund der CDU, so habe ich ihn eigentlich nie erlebt, wenn ich mich daran erinnere, was Tarek Al-Wazir immer so auch für Zwischentöne hatte. Und deshalb will ich zum Abschluss zu diesem Kompromiss sagen, Herr Kollege Wagner, den Sie heute hier so feiern. Und diese Strategie, Flucht nach vorne, ist ja nicht ganz dumm. Aber sie stellt natürlich Fragen, die wir ja gerade hier aufgeworfen haben. Wenn dieser Kompromiss Realität wird, dann ist ja die Frage, wer wird den bezahlen? Und die Botschaft, die der Kollege Rock gerade Ihnen mitgegeben hat, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass das nicht die Konzerne zahlen. Herr Kollege Rentsch, Sie müssen zum Schluss kommen. Danke, Herr Präsident, sondern die Menschen, die hier oben sitzen, nämlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, Frau Kollegin Dorn. Und deshalb ist das ein Kompromiss auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger, den Sie hier politisch gemacht haben. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt noch eine weitere Wortmeldung, weil es immer mal wieder Irritationen gibt. Das Präsidium hat zwar immer recht, trotzdem möchte ich es noch einmal hier zitieren. Überschreiten die Mitglieder der Landesregierung der Aktuellen Stunde die Redezeit der Fraktion, verlängert sich die Redezeit für jede Fraktion um die Dauer der Überschreitung. Nur damit wir uns, damit ja, auch für den Kollegen Rudolph, auch, ja, ich wiederhole es gerne mal, dass du es auch dann mitbekommst, damit das jeder weiß. So, jetzt hat der Kollege Peter Stephan das Wort, 3 Minuten 25. Das ist richtig, Kollege Stephan. Aber wir wollten erst einmal vorkommen lassen, also ein bisschen erholt. Möchte sonst noch jemand? Keine. Dann ist die Aktuelle Stunde Top 31 beendet.